Auch ein Weltmeister fängt klein an. Das Potenzial ist aber früh zu erkennen. Der 15-jährige Werner Schlager zählt trotz seiner Jugend zu den Stützen des TTV Hornstein. Gemeinsam mit seinem um 2 Jahre älteren Bruder Harald war er hauptverantwortlich für den Aufstieg des burgenländischen Tischtennisclubs in die Staatsliga A. Es kommt noch viel mehr als die Staatsliga A. Werner Schlager schreibt im Mai 2003 Sportgeschichte. In Paris wird er Tischtennis-Weltmeister. Der Weg zum Pokal, er ist bis heute unvergessen. Wieder hervorragend gespielt von Werner Schlager. 2. Matchball abgewehrt. Wenn man es ausschaut, dann denke ich mir, gewinnt er das noch oder gewinnt er es nicht? Also wenn ich dann sehe, dann weiß ich noch genau, was ich mir gedacht habe und wie ich mich gefühlt habe. Werner Schlager steht im Finale! Ich habe natürlich meine Erklärungen, ja, woher ich diese Sicherheit gehabt habe. Und ich war verliebt in die Bettina, meine spätere Frau natürlich, und habe keine Angst gehabt, dass ich verliere. Das ist sicher auch ein großer Faktor. Ab diesem Zeitpunkt ist Werner Schlager im Tischtennis-Mutterland China ein Volksheld. Er wird die Nummer 1 der Welt, gewinnt mit dem SVS Niederösterreich die Champions League und erholt 2-mal EM-Gold. 7-mal wird er Sportler des Jahres in Niederösterreich und 2003 auch Österreichs Sportler des Jahres. Genauso viel wert wie alle großen Pokale ist aber ein kleines Stück Papier. Nach dem WM-Titel bekommt Schlager nämlich seine eigene Briefmarke. Das ist die größte Ehre, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ich meine, das ist viel größer als jede Ehrennadel oder sonst irgendetwas. Das ist einfach das absolut Größte für mich. Der absolut Größte wird Werner Schlager immer bleiben. Er hat Österreichs Tischtennissport wie kein anderer geprägt.